Also ich bin hier am Kreuz Stutz und in Luzern und Renwart Sisak sagt, hier hatte es mal ein steinernes Kreuz und eine gemauerte Kapelle. In dieser Kapelle pflegten wir die Kindsverderberinnen lebendig zu begraben. Renwart Sisak schreibt Folgendes: Kapell und Stein in Kreuz an der Rüs bei dem Sentirein, zwischen der minderen Stadt und der krummen Flur, also zwischen Untergrund und Flurmühle, ungefähr zwei Büchsenschüsse weg vom Sentitor, also hier bin ich also circa zwei Büchsenschüsse vom Sentitor entfernt, hat es ein steinernes Kruzifix und dabei eine gemauerte Kapelle. Hat es ein steinernes Kreuz und dabei eine gemauerte Kapelle. In der Kapelle hat es eine Laterne mit einem Licht. Ein Nachbarzünder bekommt ein Jahrgeld, damit er jeden Samstag eine Kerze in dieser Kapelle anzündet. Aber warum das so ist, woher das kommt, schreibt Renwart Sisak, wisse er auch nicht. Es gibt auch die alte Geschichte, dass man vor Zeiten in dieser Kapelle, die sonst nicht geweiht war, gepflegt hatte, die ärmselige Weibspersonen so ihre eigene Liebsfrucht und Kinder an der Geburt oder sonst verderbend lebend zu begraben, auf solche Weise man macht ein tiefes Grab, am Boden wurden scharfe Dörren und das Weib darauf lebende bis ans Hemd entblößt und auf sie wiederum scharfe Dörren gelegt und danach das Grab mit der Erden zugeworfen. Der Nachrichter tät ihr ein Rohr in den Mund, so bis für das Grab aufging, ließ sie ein Zeit Luft fassen, bis man ihn geheißen hat, das Rohr zu zucken.